Hallöchen und herzlich willkommen zurück. FIFA 16 Trainerkarriere mit dem FC Bayern. Es geht weiter gegen den VfB Stuttgart. Und, oh, Turnierpreis gilt. Uiuiui, Nationaltrainer-Offerte des Slowenien. Das ist natürlich wieder ablehnen. So, Turnierpreis gilt 6 Millionen. Ja, leider kann man das nicht in die Jugend investieren, sondern immer nur in Transfers, Gehälter. Boah. So, wir spielen gegen den VfB Stuttgart. Auswärts, es ist ja ein Derby gegen den VfB. Macht immer jede Menge Spaß. Und ja, die Abwehr ist noch nicht... Ja, da muss ich heute mal... Wo habe ich ihn denn? Hier, Klünter wieder fit. Bernhard raus. Alaba rückt mal in die Innenverteidigung und muss... Darfi kriegt heute die komplette Pause. So, dann Marco Reus ist wieder fit. Toni Kroos immer noch nicht fit, aber Arjen Robben, der spielt heute mal... Für Costa, wir wollen nicht, dass er da unglücklich wird. Dutyman und Feig wurden erst wieder eingewechselt. Das werde ich auch in diesem Spiel wieder tun. Geis wäre fit, weil Kimmich nicht fit ist. So, dann nehme ich mit Toni Kroos, den könnte ich... Ach nee, Leroy Sané ist ja der dritte, den ich einwechseln werde. Und somit werde ich spielen. Und auf geht's! Los geht's, Regen in Stuttgart. Stuttgart empfängt die Bayern. Kein Spitzenspiel, ich denke mal, die Tabelle kommt jetzt gleich nochmal. Moment, warten wir noch kurz. Tabelle bitte. Da ist sie auch schon. Platz 4. 3 Punkte Rückstand hinter den Wölfen. Also die Meisterschaft ist mehr als nur im Bereich des Möglichen. Zur Erinnerung, ich hatte zwischendurch 10 Punkte Rückstand. Ich glaube sogar ein Spieltag auch ein bisschen mehr. Heute kann was gehen. Ich gehe mal direkt zum Anstoß. Achso, beste Auswärtsbilanz. Immerhin bin ich in der Auswärtstabelle. Habe ich die ganzen Heimspiele unentschieden gespielt. Ist ja der Wahnsinn. Also, Auswärtsteam. Auf geht's. So, noch nicht so viel Jugend forscht hier. Erstmal mit dem Stammpersonal was vorliegen. Ja, gleich Foulspiel Marco Reus. Aber muss ja hier auch von Anfang an gleich zeigen. Ich glaube, Toni Kroos macht sich da unten warm. Könnte sein. Maybe. Maybe heißt vielleicht. Also, so. Ja, Marco Reus, ganz stark, wie er sich diesen Ball geholt hat. Neuer wollte ich gerade sagen, aber das ist ja der Müller. Schön, wie er sich hier durchsetzt. Ah, schade. Ja, wenn ich 2-0 zur Halbzeit führe, könnte ich direkt zur Halbzeit hier Jugendforsch machen. Also noch mehr Jugend forscht. So, aber auch dieses 1-0, wovon ich gerade geredet habe, beziehungsweise um das 2-0 zu machen, muss ich 1-0 in Führung gehen. Dieses Tor wird schwer genug sein. So, Thiago heute mal wieder von Anfang an dabei. So, Reus macht sich bereit. So, und Reus mit dem 1-0. Marco Reus, da ist es passiert. Das war zu einfach. Das war wirklich einfach. Und wohlgemerkt, ich spiele immer noch auf Weltklasse. Das könnt ihr ja, bevor ich ins Stadion gehe, immer sehen. Da steht es ja immer. Also, Schwierigkeitsstufe Weltklasse. Ich habe mich scheinbar echt dran gewöhnt jetzt. So. Ja, ich hatte die ersten zwei Jahre, die ersten zwei Seasons, also Saisons hier in FIFA, echt Probleme auf Weltklasse. Und wahrscheinlich werde ich diesmal das erste Mal Meister. Dafür aber im DFB-Pokal schon rausgeflogen, wie es will, wie ihr wisst, gegen 1860 München im Elfmeterschießen. Shit happens. So, ein Robben. Das ist gar nicht so schlecht gewesen. Boateng muss hier richtig flitzen und dann ein Superpass. Warum dreht er sich da noch? Das war richtig gut geflankt. Richtig stark gemacht. Oh. Und dann hau ich hier wieder so ein Mist raus. Oh, schon wieder so ein Fehlpass Robben. Ja, gewurschtel. So, Stuttgart stellt hier gleich so ein bisschen zu. Da hatte ich auch... So, die Stuttgarter sind hier schussmütig, oder wie man das nennt. Viele Kleinigkeiten.
So, Klünter, Geis, Müller lässt sich mal fallen. So, Ronaldo, der kann ja hier in dieser Saison Torschützenkönig werden. Schön auf Reus. Hätte man sich auch pfeifen lassen können, hätte man sich fallen lassen können. Und das habe ich gerade ganz scheiße zu Ende gespielt. So, Klünter ist da. Das war echt ein Top-Transfer. Und schönes Ding auf Reus. Mensch, der gibt ja richtig Gas hier die erste Hälfte. Aber der Torwart spielt mit. Wer hätte damit gerechnet? Komm, Spiel. Boah, schön. Ah, das ist noch nicht das. Das ist not the yellow from the egg. Bei Stuttgart hier. Sie versuchen es, aber bislang noch nicht so. So, Robben. Boah! Also zum 2:0 kriege ich es hier noch nicht. Reus und Ronaldo da im Zusammenspiel. Reus ein wenig slow. So, Klünter mit Robben. Ah, so nicht. Ja, ich hoffe natürlich auf den Ronaldo-Tor. Denn auch mal wieder einen Torschützenkönig im Team zu haben, wäre natürlich Balsam für die Seele. Schön. Nein, war doch nicht so schön. Also Klünter gefällt mir echt gut. Okay, diesen Zweikampf hat er zwar verloren, aber... So, müsste eigentlich Abstoß geben. Nein, gibt Ecke für den VfB. Neuer, wie ein Fängt. Geil. Ah, schade. Müller startet nicht tief genug. Abseits von Reus. Schade. Also das 2:0 will hier noch nicht fallen. Das war gerade, ja... Wieder über links, wieder Reus. Und jetzt Ronaldo, der hat dann aber auch noch Pech. Ein Bein dazwischen von Insua. David Alaba. Also ich lasse hier gerade wieder viele Chancen liegen. Das hat mir in der Vergangenheit ja oft auch nochmal quasi das Bein gebrochen. Also... den Sieg gekostet. So, jetzt Ronaldo. Ronaldo, langes Eck, zu harmlos. CR7. So, schön von Reus. Vielleicht jetzt noch mal kurz. Nein. Was konnte ich an Druck ausüben gerade gegen Ende der... Oh, und hier schon... Nee, okay, kein Ballbesitz. Dann darf er jetzt auch gerne abpfeifen. Klünter nochmal mit einem schönen Einstieg. Und harmlos VfB. Also, 1:0 zur Halbzeit. Ich hoffe mal, ich kann in der zweiten Halbzeit weiterhin diesen Druck ausüben. Und... ja, Leverkusen 1-1, das ist gut. Ansonsten sind hier jetzt keine dabei, die heute auch über mir stehen. Wechsel, Kliment raus. Hajradinovic rein. Ob es was bringt, werden wir sehen. Seit der 9. Minute hier in Führung.
Hätte 3-0 stehen können, dann muss ich ja... Schön von Geis, das hat er echt drauf, der Junge. Und Ecke für den VfB Stuttgart. Das geht heute um einiges. Tor für CR7 zum Beispiel. 3 Punkte holen natürlich auch. Und natürlich auch noch wieder die Jugend spielen zu lassen. Einiges los heute. So, Reus auf Geis. Jetzt die Frage, was mache ich? Was mache ich? Zack. Geis, nein! Macht ihn aber dann doch selbst. Da will ich so einen Scheißtrick noch machen, ne? 2-0, was für ein Konter hier. Jo, Hannes Geis, der Ex-Schalker. Schön, dass er auch mal wieder trifft. Leider war CR7 vorne nicht dabei. Der war ja am Spielaufbau beteiligt. Ich wollte ihn eigentlich lange reinknallen. Ich weiß gar nicht, warum ich da diesen komischen Trick raushol. Ich hätte ihn auch passen können. X-mal, aber egal. 2-0. Also, Jugend forscht. Wird kommen. Ah, CR7 kämpft. Und kriegt ihn nicht. Schade. Den wollte ich eigentlich auf Müller. Oder hätte ich mal viel lieber auf Müller spielen sollen. Dann hätte ich hier einiges mehr rausholen können. Ah, Eckbill. Ecke für den VfB Stuttgart. Ah, Neuer. So, ein paar Minuten kann ich die Wechsel schon mal vorbereiten. So, ich mache das jetzt schon mal, damit er bei der nächsten Gelegenheit dann gewechselt werden kann. Ja, ich habe leider keine Abwehrspieler. Aber Beautyman für Müller, Feig kommt für Robben und über links Leroy Sané. So, auch der Junge kriegt heute wieder seine Chance. So, schön geholt. Klünter dazwischen. Und wieder Konter. Chance. So, Ronaldo. Oh, schade. Ich wollte gerade sagen, Ronaldo ausschließlich Passgeber heute. So, Müller. Und Thiago kriegt ihn nicht. So, ich hätte gerne schon lange gewechselt hier. Ja. Da nehme ich eine gelbe Karte in Kauf. Gelb für Reus, der wird jetzt eh ausgewechselt. So, typischer Dreierwechsel vollzogen hier bei den Bayern. Hoffen wir weiterhin auf das nächste dritte Tor von Ronaldo natürlich. So, Bernat. Und Freistoß, für mich müsste es geben. Jawohl. So, Beautyman auf seiner ZOM-Position. Günther schön mit Thiago. Und wieder kommt hier der eine letzte Pass nicht an. Oh, Klünter lässt sich ja auch spielen. Ah, Leroy Sané. Foulspiel. So, Feig. Ah. Ah, es sind natürlich jetzt nicht die perfekten Spieler an Bord hier. Feig holt den Ball.
Flünter soll hier offensiv mal was richten. Feig Geis, Beauty Man, der hat einen linken. Legt ab auf Bernard und der haut einen raus. So, CR7 selbst. So, Beauty Man. Ja, war natürlich. Bernard kämpft und grätscht und holt einen Einwurf für die Stuttgarter raus. Schade. Aber schöner Einsatz. Oh, der Goosefeig. Schade. Auch der gefällt mir immer besser. Hat scheinbar auch an Geschwindigkeit draufgepackt. Ich habe aber noch einen saustarken RM in der Jugendabteilung. Ach nein, so nicht. Das nächste Spiel ist gegen Augsburg am 26. April. So, noch eine Ecke für Stuttgart. Neuer. Feig, schön. Und Beautyman kriegt ihn auch. Langes Ding auf Ronaldo. Sané, 3-0. Leroy Sané. Also, alle treffen heute. Nur der CR7 nicht. So Leute, ihr habt ihn euch gewünscht. Hier ist er, Leroy Sané. Und trifft. Also, den kann man durchaus spielen lassen. Hätte ich mit Thiago auch allein machen können, aber... So, schaffe ich jetzt immer noch das CR7-Tor. So, ich bin jetzt wieder auf dem Stand der Hinrunde, wo ich dann auch öfter mal 3-4-0 gewonnen habe. Bevor ich wieder in so ein Loch gefallen bin. Schön vom Beauty Man, noch schöner. Und jetzt auf Ronaldo. Den muss er doch jetzt alleine machen. Ronaldo. Nein. Warum spiele ich nicht auf Sané? So, vielleicht jetzt nochmal wenigstens. Hauen Sie das Ding raus. 4 Minuten, warum? Es steht 3-0. Teilweise verstehe ich solche Nachspielzeit-Dinger nicht. Wenn es eh schon so hoch steht, das Spiel ist in 4 Minuten nicht mehr zu drehen. So, Beauty Man kriegt ihn nicht. Naja, gut für meine Ronaldo-Chance. So, Sané auf Ronaldo. Sehr weit raus, den kriegt er nicht. So, 3,50. So eine Art Flanke. Oh. Okay, dann müssen wir uns heute damit begnügen. Das war's. Kein CR7-Tor. So. 3-0 in Stuttgart. Das nächste Spiel ist, keine Ahnung, Augsburg zumindest in der Bundesliga. Und die Meisterschaft ist wieder im Bereich des Möglichen. Mehr als nur im Bereich des Möglichen. Ja. So, super geil. Also, das war's von diesem Spiel. Thiago, 8,4. Schön, dass er mal wieder dabei war. Und Leverkusen gewinnt unterm Strich noch. Ah, naja. Muss man mit rechnen. So, gucken wir nochmal auf die Tabelle. Es sieht folgendermaßen aus. Dritter, punktgleich. Mit Leverkusen. Aber die Wolfsburger, Schalke hat... Ah, Schalke noch nicht gespielt und Wolfsburg noch nicht gespielt. Na gut. So, der nächste Aufschrei. Gucken wir mal auf den Saisonplaner. Moment. So. Es geht weit. Ja, so, jetzt haben wir am Freitag Augsburg und dann am Dienstag Hinspiel. Halbfinale gegen Barcelona. Die hatte ich mir natürlich fürs Finale erhofft. Okay. So, in den paar Tagen, jetzt werden alle Spieler wieder fit, das ist schon mal gut. Auch die Abwehrspieler, dann können wir uns jetzt nochmal um hier meine Jugend kümmern. Erstmal in Verteidigung, hier habe ich ja Himmelmann. So, wo macht er jetzt noch Fortschritte? Den will ich ja noch hochholen, das ist es ja. Rondo, ja, machen wir mal.
Koopmans ist ein Außenverteidiger. So, der ist erst 16. Der ist noch nicht so weit. Den können wir uns auch in der nächsten Saison wieder vornehmen, obwohl den habe ich noch gar nicht so viel trainiert. So, dann habe ich noch Gentner und Feig. Ja, die kennt man ja. Beautyman ist ja auch immer noch wahrscheinlich, ja. Tempo-Dribbling für Beautyman. Flügelspieler Gentner. Der muss auch. Der muss rauf. Der kriegt auch, der kriegt mal durchsetzen. Und ja, ich habe viel Jugendspieler. Ihr seht, Feig gehört ja auch noch dazu. Aber der wird, das bringt nichts mehr, den jetzt noch hier mit reinzunehmen. Leroy Sané? Nee, das bringt jetzt auch nichts mehr. Also ich muss da wirklich noch die nehmen, wo es noch was bringt. Wen habe ich hier noch? Benamar ist erst 16, da können wir uns nächste Saison... Himmelmann, nehmen wir Himmelmann wieder. Den würde ich ja, wie gesagt, gerne noch hochholen, ne? Durchsetzen, kriegt mal durchsetzen. Und ja, dann nochmal Beautyman. Das ist ja halt auch mein, ja, ne, Liebling quasi. Der kriegt, was kriegt er hier? Präzisionspässe. Okay, nehmen wir nochmal Himmelmann. Wäre, glaube ich, habe ich Torhüter noch? Ne? Ja, dann nehmen wir nochmal Himmelmann. Den will ich ja diese Saison noch. So, jetzt ist es natürlich schwer, ein drittes Mal was zu finden. So, Pässe. Schuss. Ah, Schuss ist immer gut. Schussgenauigkeit. Und alles simulieren. Ja, das ist okay. Und ja, meine lieben Freunde, wir sehen uns zum Spiel gegen Augsburg. Ich sag wie immer ciao, tschüss und auf Wiedersehen.